And we continue our interview series. Next up is Polish goalkeeper Slawomir Szmal. Slawomir, Frankreich, Mazedonien, Serbien jetzt als Gegner in der Vorrunde. Erste Reaktion? Ja doch, mein Wunsch war ein bisschen andere. Gut, aber ich habe Respekt für jeden Gegner. Wenn man will kämpfen, ganz oben zu sein, das muss mit jeder Mannschaft gewinnen. Und das ist unsere Aufgabe. So just ask him about his group opponents in Group A, France, Macedonia, Serbia, and what he thinks about the group. And he said, look, my wish would have actually been different. I would have preferred to play other teams, but if you want to play to the top, if you want to compete for the top ranks at a European Championship, you actually have to beat any team. Das Duell gegen Frankreich, gegen den amtierenden Welt-Olympiasieger, Europameister vor vermutlich 15.000 Zuschauern hier in Krakow. Auch für jemanden wie Sie, der schon so lange dabei ist, ein besonderes Spiel? Auf jeden Fall doch. Das, was kommt, wahrscheinlich das Spiel kommt als Dritter. Ja. Wir müssen sich fokussieren zuerst auf das erste Spiel. Weil der Druck von den Zuschauern auch. Ich hoffe, wir werden spielen vor die ganze Halle und das freue ich mich. Die Franzosen kommen als Dritte und gegen Frankreich habe ich in meiner Karriere noch nie gewonnen. Wahrscheinlich glaube ich, das in meinem Land. So I asked him about the France game, and Slawomir said, "Look, first of all, we have to focus on the first two matches that we play against Serbia and against Macedonia." And he said he expected there's going to be pressure also coming from the 15,000 spectators that will be here at the Krakow Arena. But nevertheless, he's looking forward to the game, and he said that in his long career, he's not beaten France yet, and he hopes that this will actually happen when he plays a home Euro. Gerade die lange Karriere schon angesprochen. Wissen Sie noch, wo Sie waren 2012 im Juni, als dann die Entscheidung fiel, dass Polen die Europameisterschaft ausrichten würde und was vielleicht Ihre ersten Gedanken waren? Ich war in Polen, in meiner Familienstadt. Das ist eine ganz kleine Stadt, Sawacki heißt. Auf jeden Fall, ich war richtig froh, dass ich in meiner Karriere habe ich doch die Möglichkeit, solche große Turniere wie Europameisterschaft noch zu spielen. Das heißt, es ist was Besonderes, so am Spätabend seiner Karriere nochmal dieses Turnier vor wirklich heimischer Kulisse spielen zu dürfen. In letzter Zeit jedes Spiel in Polen. Wir haben ausverkaufte Halle. Die Publikum steht richtig hinter uns und das macht riesen Spaß. Dazu, wenn kommt der große Turnier, ich glaube, das ist das Beste, was man kann sich trauen als Kind. So I asked him about where he was when Poland was awarded this championship 3 years ago in June 2012, and I also asked him what it means for him to play this Euro on home ground, and he said that in June 2012 he was at his native town, a little small place, and it was something very special for him that he got to know that he would be able to play this tournament in front of a home crowd. And he says the spectator support in recent matches have always been so loud. It has been fantastic, and it's literally a child's dream what happens to him. Da bleibt mir nur zu sagen, viel Glück, alles Gute und eine erfolgreiche Europameisterschaft. Dankeschön.